Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder eine Buchvorstellung für euch. Und zwar soll es heute um das neue Buch von der lieben Nikki Kiso gehen, The Greatest Darkness. Und bevor ich euch aber das Buch zeige und vorstelle, ich habe von der Nikki ein Päckchen bekommen. Und dieses Päckchen möchte ich mit euch zusammen auspacken. Ich weiß, dass da das Buch zum einen drin ist von The Greatest Darkness, deswegen kann ich euch das dann gleich zeigen. Und ja, ich bin gespannt, was da noch in dem Paket drin ist. Es klappert auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir packen das jetzt zusammen aus und danach kriegt ihr meine Buchvorstellung zu The Greatest Darkness. Ich habe das Buch nämlich als E-Book schon gelesen. Nicht, dass ihr euch jetzt wundert, wie ich das gelesen haben kann, wenn ich das Buch ja noch gar nicht habe. Aber ich habe das E-Book von der Nikki bekommen im Vorfeld und habe das Schätzchen schon gelesen. Und ich packe jetzt aber erstmal hier aus mit euch. Und ja, ich würde sagen, gucken wir mal hier rein, was da so drin ist. Das Ganze sieht so aus von innen. Ich nehme mal das oben runter. Warte, wie mache ich das jetzt so, oder? Ahaha, also hier weiß ich, was drin ist, das packe ich gerade mal beiseite. Und unter diesem weißen Briefumschlag sieht das Ganze so aus, seht ihr das? Ja, da ist ganz viel Yam-Yam drin. Ganz viel für Susi. Und zwar einmal Dolci del Castello. Was riecht denn hier so krass? Irgendwas riecht hier ganz krass lecker da drin. Ich weiß nicht, was das ist. Ist das das? Ich glaube, das ist das hier, was so duftet. Das ist so eine kleine Kirschpastete. Zum einen. Dann habe ich hier noch bunte Teelichter. Tajo. Tada. Du machst mal hier. Wow, mein Päckchen fällt mir vom Schoß. Verdammt. Ich bin wie immer äußerst professionell. Ihr kennt das ja. Ich bin ja chaotisch hoch 20. So, und dann haben wir hier noch so ein Säckchen. Das ist Tee, was so auch noch krass riecht. Dieses ganze Paket, wo ich das eben aufgemacht habe, riecht extrem krass süß. Also das ist Tee, würde ich sagen, was hier so drin ist. Was haben wir noch da drin? Oh Gott, was hat die Niki denn alles da reingetan, ey? Niki, bist du verrückt? Das ist hier Wahnsinn. Dann haben wir hier nochmal Tee. Was ist das? Hibiskus. Hibiskus Lemon. Und, oh, ein Lesezeichen. Das ist ja süß. Das ist ja niedlich. So, warte, das stellen wir gleich mal hier hin. So. Und, oh, Nikki, du bist verrückt. Hier sind noch mehr Lesezeichen. Einmal so ein Lesezeichenband, selbst gemacht. Ich nehme an, die sind alle selbst gemacht, aber das ist cool. Da ist hier noch so ein Röschen dran. Ich weiß nicht, seht ihr das? Könnt ihr das sehen in der Kamera? Ich mach mich mal weg. Stell mal das Ding. Ich weiß nicht. Es stellt's nicht scharf. Verdammt, es tut mir leid. Es stellt's nicht scharf. Aber da ist so ein kleines Röschen auf jeden Fall unten dran. Vielen, vielen Dank, Nikki. Danke. Oh, so eins habe ich in groß. Ich finde die voll schön. Nikki. Bist du irre? Dann haben wir hier noch so kleine Lesezeichen. So eins habe ich schon in groß. Ich finde die mega cool. So, eins. Das ist auch voll hübsch. Vor allem alles noch in so kleine Säckchen reingepackt, ey. Irre. Und dann haben wir hier Nummer zwei. Das ist auch voll goldig. Guckt mal. Das sieht auch voll schön aus. Vielen, vielen Dank, liebe Nikki. Danke, danke, danke. Und? Aha. Wir haben hier noch was in dem Paket. So, ich sollte vielleicht erwähnen, dass alle Sachen, die in dem Paket sind, in irgendeiner Art und Weise mit diesem Buch zu tun haben. Das lasse ich jetzt aber mal so nicht auf. So, eine Schlafmaske. Dann haben wir hier noch Ferrero Küsschen. Wieder was Leckeres. Dann haben wir hier noch so Diamanten. Warte, die lege ich mal hier so oben drauf. Dann haben wir hier im Paket noch so Mini-Poster. Ich weiß nicht, wie man das genau nennt. Ich habe keine Ahnung. Einmal von The Greatest Darkness. Der erste Teil heißt Split My Soul im Übrigen. Und Rock and Love Me Blake. Das ist auch der erste Teil einer Reihe. Da freue ich mich schon sehr auf den zweiten Teil im Übrigen auch. Das war noch mit drin. Und dann haben wir hier noch so ein Flyerchen von Greatest Darkness und Herbstprinzessin. Und dann nochmal so ein Kärtchen mit Greatest Darkness 1 und 2. Ich kann an dieser Stelle schon mal verraten, dass Greatest Darkness definitiv eine Dilogie ist. Das heißt,
Es sind zwei Bücher, die auch zusammengehören von der Geschichte her. Und der erste Teil hat einen gemeinen Cliffhanger. So viel kann ich euch an dieser Stelle auch schon mal verraten. Wir haben jetzt hier noch das hier und natürlich das große. Ich fange mal mit den zwei kleinen hier an. Einmal mit dem. Kriege ich jetzt hin, das aufzumachen, ohne das Papier kaputt zu reißen? Haha, wenn ich jetzt das... Wenn ich es richtig mache, kriege ich es auf. Also Niki, ich muss sagen, du hast das echt extrem gut alles hier eingepackt. Ich dachte, ich kann das so einfach rausrollern, aber das funktioniert irgendwie nicht. Was ist das denn? Aha. Aha. Was ist das? Es ist kaputt gegangen, Niki. Open, off, on. Really? Ich weiß, was das ist. Ich habe gerade gedacht, was ist das denn? Aber hast du nicht wirklich da reingetan? Really? Wartet mal. Was ist dann hier drin? Ich zeige euch gleich, was da drin ist. Aber eigentlich darf ich es euch nicht zeigen, weil sonst würde ich euch spoilern. Das möchte ich nicht. Wartet, was ist jetzt hier noch drin? Eine essbare Hibiskusblüte. War das Hibiskus? Was war das für eine? Ich glaube, das war eine essbare Hibiskusblüte. Die hat Niki auf der Buchmesse schon verteilt und die waren krass lecker. Die werde ich jetzt auch nicht essen. Die hebe ich mir jetzt noch ein bisschen auf. Vielleicht kann man die auch so lutschen. So zum Anlecken. Ja, auf jeden Fall ist das eine essbare Blüte. Ich bin der felsenfesten Meinung, es war Hibiskus. Und ja, vielen, vielen Dank, liebe Niki. Lasse ich mir später schmecken. Und bei dem anderen muss ich jetzt mal fix eine Batterie suchen. Es funktioniert tatsächlich. Jetzt weiß ich auch, warum Niki wollte, dass ich das vor der Kamera auspacke. Und zwar, wie geht denn das jetzt wieder aus? Wenn ich es zu weit drehe, dann... Und zwar, in dieser einen Verpackung war das hier drinne. Wenn ihr das Buch lest, wird euch dieser Gegenstand wieder begegnen. Und zwar sieht das erstmal aus wie ein Lippenstift. Es ist aber kein Lippenstift. Und wenn ihr es dreht, ihr werdet es sicherlich hören. Ich glaube, ich brauche jetzt auch nichts weiter dazu zu sagen, was das ist. Oh, Niki, das ist so lustig. Hat sie echt so ein Ding da reingetan. Ja, hör auf zu vibrieren. Also, das hier wird euch im Buch auf jeden Fall... wieder begegnen, wenn ihr es lest. Ich könnte gerade so wegbrechen hier vor Lachen. Ich habe sowas vorher noch nie gesehen, Leute. Really. Ich habe sowas noch nie gesehen. Aber es gibt sie. Ich feiere das gerade, dass Niki echt so ein Ding hier reingetan hat. Also Niki, damit rettest du mir heute den Tag. Ich hatte gerade schlechte Laune, jetzt habe ich gute Laune. Ja, also wie gesagt, wenn ihr das Buch lest, wird euch dieser Gegenstand noch einmal begegnen. Und wenn ihr dann an dieser Buchstelle seid, denkt an Susi, die zusammengebrochen ist vor Lachen. Huch, wenn Niki ernsthaft so ein Teil in das Paket hier getan hat. Das ist schon mega witzig. Also Niki, damit hast du halt echt bei mir einen Vogel abgeschossen. Also Niki, vielen, vielen Dank für all diese Sachen. Ich freue mich mega. Ich habe gerade, wie gesagt, hier gelegen vor Lachen, als ich die Batterie in das Ding gemacht habe. Ich muss es nachher meinem Mann zeigen. Mal gucken, was der dazu sagt. Ich werde berichten, Niki. Ich werde dir berichten. Du wirst dann den Bericht ja schon haben, bevor das Video hier rauskommt. Aber ich finde es gerade mega witzig. Ja, machen wir weiter mit dem letzten Gegenstand, der hier im Paket war. Und zwar ist das Schätzchen hier, was hier drin ist. Das Schätzchen, worum es eigentlich auch geht. Und zwar
ist das The Greatest Darkness Split My Soul. Und das ist, wie gesagt, der erste Teil einer Dilogie. Ich habe das Buch als E-Book gelesen und ich muss mal ganz kurz die Widmung lesen. An dieser Stelle nochmal, liebe Niki, vielen, vielen Dank für das Buch und für das Paket. Und wie gesagt, du hast mir heute damit meinen Tag echt versüßt mit diesem Lachanfall, den ich aufgrund dessen bekommen habe. Ja, ich habe Greatest Darkness Split My Soul als E-Book gelesen und worum es in diesem Buch geht und wie mir das Buch gefallen hat, das verrate ich euch jetzt. In diesem Buch geht es um Emilia und Emilia flieht aus ihrer Heimat Richmond, um in New York neu anzufangen. Emilia hat in ihrer Heimat etwas ganz, ganz Schreckliches erlebt und zwar ist sie jahrelang sexuell missbraucht worden. Da spoilere ich euch nicht, denn das erfährt man hier ganz am Anfang der Geschichte im Prolog schon. Und Emilia hat jetzt nach vielen, vielen Jahren endlich den Mut aufgebracht zu fliehen, um neu anzufangen. Sie hat auch einen Plan sich dabei ausgedacht, das heißt, sie ist nicht völlig planlos davon gerannt, sondern sie hat das viele, viele Monate jetzt geplant, auch alles mit Hintergedanken. Und ja, jetzt ist der Tag gekommen und sie macht sich auf nach New York, wo sie in einer WG ein Zimmer gemietet hat, wo sie auch schon einen neuen Job hat. Und als sie in New York ankommt, ist das natürlich erstmal alles ziemlich viel für sie. Sie merkt aber sehr, sehr schnell, dass ihre neuen WG-Mitbewohner wirklich sehr, sehr nette Leute sind und auch wirklich gut drauf sind. Und sie versteht sich auf Anhieb mit ihnen und ja, möchte dann an diesem Abend auch gleich, wo sie in New York ankommt, ihren neuen Job antreten. Und als sie in diesem Laden ankommt, stellt sie fest, dass da irgendwas nicht stimmt, denn ihr Chef befördert sie gleich wieder nach Hause und sagt, dass sie den Job abgesagt hätte und dass der Job jetzt neu vergeben wäre und sie jetzt halt da nicht arbeiten könne und sich was anderes suchen müsse. Und Emilia ist ziemlich verzweifelt und versteht das alles auch nicht und kann das auch alles nicht nachvollziehen, wieso, weshalb, warum das jetzt passiert ist, denn sie hat diesen Job definitiv nicht abgesagt und ja, trifft dann in dieser verzweifelten Situation auf Luke. Und Luke ist der Besitzer dieses Nachtclubs, wo sie anfangen wollte zu arbeiten und sagt halt, hey, der Job ist weg, ich kann jetzt die andere, die wir für dich angestellt haben, nicht rausschmeißen. Luke erzählt ihr dann allerdings, dass er jemanden kennt, der noch nach einer Assistentin sucht und sie solle am nächsten Morgen einfach dorthin gehen und sich vorstellen und dann würde sie den Job auch bekommen. Und Emilia ist ziemlich verzweifelt und weiß nicht so recht, was sie von dem Angebot halten soll und geht dann auch erstmal nach Hause und versucht, ihren Kopf frei zu kriegen, denn von diesem Job hing halt auch alles ab, ihre ganze Flucht, ihr ganzer Plan, denn sie muss Geld verdienen, um irgendwie sich das Leben zu finanzieren. Und ja, sie kommt dann am Ende zu der Erkenntnis, dass sie dieses dubiose Jobangebot einfach annehmen sollte und macht sich dann auf den Weg. Und ja, als sie dann bei ihrem Vorstellungsgespräch ankommt, verläuft das Ganze nicht so wie geplant und sie stellt dann auch sehr, sehr schnell fest, dass Luke ihr den Job nicht ganz uneigennützig angeboten hat. Und wieso, weshalb, warum er das getan hat und was es mit Luke auf sich hat und wer der Arbeitgeber ist, wo sie sich bewerben sollte und was das für ein Job ist, das ist es mitunter, worum es in diesem Buch geht. Und natürlich geht es auch noch um die seelischen Strapazen von Emilia und wie sie jetzt halt mit ihrem neuen Leben zurechtkommt. Und ja, mehr möchte ich zu diesem Buch auch nicht verraten. Ich möchte nicht zu viel preisgeben über das Schätzchen hier. Wie ich bereits am Anfang erwähnt habe, habe ich das Buch ja als E-Book im Vorfeld schon gelesen. Ich freue mich jetzt aber sehr, dass ich es noch als richtiges Buch ins Regal stellen kann. Und ja, was kann ich zu diesem Buch sagen? Ich kann nur sagen, dass es mir vom Inhalt her gut gefallen hat. Für mich hatte das Buch ein, zwei kleine Schwächen. Das habe ich Niki aber auch schon gesagt. Das habe ich ihr auch immer per WhatsApp-Nachrichten quasi mitgeteilt, wenn irgendwelche Stellen waren, wo ich irritiert war oder wo, was für mich nicht gepasst hat. Denn ich möchte ihr da vor allen Dingen auch immer Feedback geben. Und ja, also wie gesagt, das Buch war von der Handlung her und vom Verlauf her nicht 100% perfekt für mich. Das war aber Niki und mir von vornherein schon klar, weil das ein Buch ist mit einer Thematik, wo ich immer sehr, sehr Schwierigkeiten mit habe. Denn wer meinen Kanal jetzt schon ein bisschen länger verfolgt, weiß, dass ich mit sexueller Gewalt, Vergewaltigung und solchen Themen nicht gut klarkomme. Ich finde, das ist einfach, dass das sehr, sehr schwierige Themen sind und ich finde das einfach so schrecklich, dass sowas passiert und das dann halt in Büchern zu thematisieren, das ist einfach nicht meins und um solche Bücher mache ich eigentlich im Größten immer einen Bogen. Es gibt vereinzelte Bücher, die ich mit so einer Thematik lese, aber deswegen war Niki und auch mir von vornherein klar, dass es kein Buch sein wird, wo ich extrem sage, oh mein Gott, diese Story, das ist der Hammer, ich fand das so mega und nee, weil einfach diese Thematik, wie gesagt, für mich schwere Kost ist. Ich habe auch einige Stellen nicht gelesen, wie zum Beispiel den Prolog habe ich gar nicht gelesen, weil der Prolog quasi eine Rückblende ist in die Vergangenheit von Emilia und ich habe die ersten zwei Sätze gelesen und habe gedacht, nein, das
will ich nicht lesen, das kann ich nicht lesen. Es ist vorne auch eine Triggerwarnung drin, was ich sehr, sehr gut finde an dieser Stelle, dass da eine Triggerwarnung drin ist. Denn ich bin ja nicht die Einzige, der so geht. Es gibt ja sehr, sehr viele Menschen, die sowas nicht lesen möchten, weil das halt auch einfach schwer zu verdauen ist. Ich muss allerdings sagen, dass mir ansonsten die Geschichte und der Verlauf der Geschichte und die Entwicklung in der Geschichte, auch was so zwischen Emilia und Luke gewesen ist, das war für mich auch nicht perfekt. Da waren hier und da auch so ein, zwei kleine Stolpersteinchen drin, wo ich gedacht habe, das passt für mich nicht hundertprozentig zusammen. Aber ich muss sagen, im Großen und Ganzen hat mir die Handlung schon gut gefallen. Gerade das Ganze, worauf es am Ende hinausgelaufen ist. Ich war sehr überrascht, als Niki mir sagte, dass ich die Erste bin, die erraten hat, wohin das Ganze am Ende hinausläuft. Ich habe das ab einem bestimmten Punkt in der Geschichte gewusst. Ich wusste, okay, wir entwickeln uns jetzt dorthin und es kann eigentlich nur sein. Und Niki meinte dann aber zu mir, dass ich die Erste bin, die diesen Plot-Twist erahnt hat. Und ich kann mir nur vorstellen, dass das daran liegt, dass ich mal einen Film gesehen habe zu dieser Thematik. Dass ich deswegen irgendwie drauf gekommen bin, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht mehr, wie dieser Film hieß. Ist ja auch wurscht, ich würde es euch eh nicht verraten, denn ich möchte euch nicht verraten, was das für ein Plot-Twist ist, der ihr am Ende nochmal so richtig reinknallt. Denn der offenbart sich eigentlich aus dem zweiten Teil. Aber Niki hat mir schon den Anfang von Teil 2 geschickt, dass ich den schon lesen konnte. Psst. Und, ja, also wie gesagt, dieses Buch hat am Ende eine riesige Wendung drin, die ich jetzt habe kommen sehen. Ob ihr die jetzt kommen seht, das weiß ich nicht. Aber ich fand trotzdem den Verlauf der Geschichte gut. Ich fand gut, wie sich das Ganze entwickelt hat. Ich fand gut, wie Emilia sich auch entwickelt hat. Ich fand Luke an manchen Stellen ein bisschen zu viel. Ich fand ihn da zu präsent, zu herrisch, zu macho-mäßig. Aber das ist halt sein Charakter und so ist er halt nun mal. Und ja, Emilia, wie gesagt, ist ein relativ in sich gekehrter Mensch, aufgrund ihrer Vergangenheit auch. Aber man merkt halt, wie sie auch in diesem Buch immer mehr Selbstvertrauen gewinnt und halt auch zu so ihrer inneren Stärke findet. Also ich finde die Entwicklung, die Emilia in diesem Buch macht, wirklich gut. Wie gesagt, was Luke betrifft, da war mir an ein, zwei Stellen, da hätte ich ihn gern mal... Aber das heißt ja, dass ich mit den Charakteren mitgehe und das heißt ja, dass ich bei den Charakteren bin, auch wenn man sich über diese Charaktere aufregt. Das heißt, man ist ja da, man ist präsent und man beschäftigt sich ja beim Lesen auch mit dem Ganzen. Und das ist für mich immer ein sehr, sehr gutes Zeichen. Das heißt nämlich, dass dieses Buch mich mitnimmt und das ist nicht so ein Buch, wo ich sage, ich lege es weg. Also von daher hat Niki, was das betrifft, auf jeden Fall bei mir alles richtig gemacht. Ansonsten, was das Setting betrifft, befinden wir uns hier in New York und ich finde, Niki hat sich schöne Orte ausgesucht, um das Ganze spielen zu lassen. Niki hat sich auch sehr, sehr ungewöhnliche Orte ausgesucht, wo sie dieses Buch spielen lässt. Gerade diese eine Szene in diesem einen Gebäude mit diesem Club, das fand ich schon sehr, sehr strange einerseits, weil ich habe sowas auch noch nie gelesen oder erwartet habe ich sowas auch nicht. Das war für mich auch so ein bisschen suspekt, diese eine Szene, muss ich ehrlich sagen. Aber es ist halt definitiv mal was anderes. Und es ist halt definitiv nichts, was ich in der Art und Weise schon irgendwo gelesen habe. Also was das betrifft, hat Niki da ihre Kreativität voll ausleben lassen und hat sich gute Orte ausgesucht, dieses Buch spielen zu lassen. Und ja, ich meine, es spielt in New York, ne? Muss ich dazu noch irgendwas sagen? Ich liebe New York einfach, finde diese Stadt einfach sehr, sehr cool. Und ich finde es halt immer toll, wenn Autoren in diese riesige Stadt eintauchen und halt einem auch so dieses Gefühl dieser Stadt so mit ein bisschen auf den Weg geben und vermitteln. Und das hat Niki bei mir auf jeden Fall geschafft. Ja, also wie gesagt, was das Setting betrifft, hat es mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich kann wirklich nur sagen, dass Greatest Darkness ja das erste Erwachsenenbuch von Niki ist und dafür hat sie wirklich einen guten Job gemacht. Ich fand auch die Liebesszenen hat Niki wirklich sehr gut hingekriegt. Es sind nicht extrem viele drinne. Also wer jetzt Angst hat, dass dieses Buch vor Erotik so strotzt, braucht ihr nicht haben. Es ist wirklich nicht viel Erotik drin, das sind wirklich nur so ein, zwei kleine Szenen, die dann ja auch im weiteren Verlauf der Geschichte hier aus drin vorkommen. Und das hat mir sehr gut gefallen auch, denn ihr wisst ja, ich bin ja auch nicht so der Freund von diesem ganzen zu viel Erotik und so. Ja, ich kann nur sagen, dass Greatest Darkness mir wirklich gut gefallen hat. Wie gesagt, es war kein perfektes Buch für mich, aber mir hat das Buch definitiv gut gefallen. Ich war beim Lesen auf jeden Fall voll drin in der Geschichte. Ich war froh, als Niki mir dann schon die ersten zwei Kapitel vom zweiten Teil geschickt hat, damit ich nicht in diesem Cliffhanger drin hänge und es sich meine Vermutung ja auch bestätigen konnte. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf den zweiten Teil. Ich bin gespannt, wie das mit Emilia und Luke hier an dieser Stelle weitergeht. Es ist auf jeden Fall aufgrund der Erkenntnis, die man am Ende in dieser Geschichte gewinnt, wirklich eine schwierige Situation. Und man denkt sich so, okay, was passiert bitte als nächstes?
Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Und ja, mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen, außer, dass Niki hier ein wirklich sehr, sehr tolles Buch geschrieben hat. Eine wirklich tolle Liebesgeschichte mit einem sehr, sehr ernsten Hintergrund. Und wie gesagt, Triggerwarnung ist drinne. Ich habe es euch jetzt auch nochmal gesagt. Wenn ihr an das Thema auch nicht so ran könnt wie ich, dann überspringt einfach den Prolog. Und wie gesagt, es sind noch ein oder zwei kleine Szenen in der Geschichte drinne, die man aber auch locker überspringen kann. Die kündigen sich an, die kommen jetzt nicht so aus dem Nichts. Da kann man dann einfach durchblättern und ja, diese Sachen einfach überspringen, wenn man das nicht lesen möchte. Mein Fazit zu Greatest Darkness ist, dass es wirklich eine richtig tolle Liebesgeschichte ist, die hier und da so ein, zwei kleine Schwächen hat. Aber dem sei an dieser Stelle verziehen, denn wie gesagt, es ist Niki ihr allererstes Buch in diese Richtung und dafür hat sie es wirklich super mega gut hingekriegt und ich bin sehr gespannt auf den zweiten Teil. Mich hat sie mit der Geschichte auf jeden Fall gekriegt. Ich will wissen, wie es weitergeht. Ich werde den zweiten Teil auf jeden Fall lesen. Ich weiß gerade mal wieder nicht, wann der rauskommt, ich Trottelchen. Steht das auf der Karte vielleicht mit drauf, auf der einen? Nein, es steht nicht mit drauf. Also ich werde euch auf jeden Fall berichten, wenn der zweite Teil dann rauskommt. Ich weiß es gerade nicht. Und ja, mir hat das Buch wirklich gut gefallen. Wie gesagt, Greatest Darkness ist mal eine etwas andere Liebesgeschichte mit auch ein bisschen verrückteren Sachen auch in der Geschichte nochmal. Und wenn euch das Buch interessiert, dann schaut es euch auf jeden Fall an. Ich kann es euch, was das betrifft, auf jeden Fall nur empfehlen, wenn ihr gerne solche Liebesgeschichten lest. Mir bleibt an dieser Stelle nur zu sagen, danke liebe Niki für das Buch. Danke für dieses wahnsinnig tolle, lustige Paket. Mein Highlight des Tages ist einfach hier dieses Ding. Ich könnte mich immer noch tot feiern darüber. Ich finde das so mega witzig. Mehr gibt es jetzt nicht zu sagen. Wenn ihr das Buch schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich bei euch wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.